Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier im Kammwald, in der Nähe von Kerbronach, das heißt, wir sind genau davor, gehen da jetzt Wir rein stehen vor der Tür. und werden mal mit, ich weiß gar nicht, mit wem wir reden müssen, auf jeden Fall mit dem Meisterspion hier. Wie heißt sie denn nochmal? Irgendwas mit CH. Ah, mehr weiß ich nicht. CH. Aber ich denke mal, du hast einen Marker, wie immer, gemacht, damit du weißt, wo du hin musst. Oder? Im Prinzip ja. Na Miller gut. wurde in Val-Shabar erwischt. Nein! Sie hat Aber sie können auch die glauben Leute. lassen, sie käme vom Hof in Val-Royeau. Deshalb wird sie auch gut behandelt. Zumindest im Moment noch. Ja, Das ist unsere das. Schuld. Wir haben sie allein losgeschickt. Tja. Das wussten wir eigentlich schon. Bis jetzt mal gucken, Jetzt wie die muss ich doch heißen auf die übrigens. Karte gucken. Charter. Ja, gut, aber wir sollten vielleicht trotzdem einen Marker drauf machen, damit wir wissen, wo Charter ist, weil du Ja. weißt es doch. Nö. Dann. Man Wir merkt reisen schon, nach Kerbronach. Pepe kann manchmal richtig ehrgeizig sein. Ja. Schön, euch zu sehen, euer Gnaden. Ja, meine Nachrichten sind aber nicht so Nein. schön. Butcher ist tot. Ich habe Butchers Leiche an der Südstraße gefunden. Anschließend wurde ich von roten Templern überfallen. Nur unsere hochrangigsten Spione wussten, dass er heute Nacht hier eintreffen sollte. Eben. Ich muss Schwester Tja. Nachtigall darüber informieren, dass unter uns ein Verräter ist. Genau. Wie Sonst ist die noch Lage was? in Kammwald? Der Drache am See wirkt hungriger als üblich. Ja. Solange er nicht fort ist, wird es auf der Straße nur wenige Reisende geben. Ja. Der wird bald nicht mehr hungrig sein, sondern Ich tot. sollte jetzt gehen. Auf ein andermal. Hoffe ich. Na gut, wir können noch mal laden. Das Das ist auch ist immer irgendwie ein richtig. beruhigendes Ja. Gefühl, oder nicht? Hast du So. irgendwelche Tränke gedingst oder so? Oder Ich sind die glaube automatisch wieder nicht. aufgestockt? Die Hm, sind okay. aufgestockt, wir sind ja gereist. Gut. Stimmt Rüstung auch. herstellen wollen wir nicht, das auch nicht. Ich wollte nur mal gucken, ob es im Laden was Neues gibt. Wo war denn der nochmal? Sure. Wenn man ihn nicht sucht, findet man ihn sofort. Genau, da ist er. Was gibt's denn Neues? Seidenpfeil kennen wir schon. Nee, hier ist nichts Kommen ab und zu Neues. auch neue Sachen. Ab und zu, ja. Naja, so lange Was ist jetzt war nicht das? her, dass wir hier waren. Verbessertes Amulett der Konstitution. Aha. Hat 5 Konstitutionen. Na gut. Ja, dann müssen wir mal gucken. Lebt wohl. Oh. Ja, gibt's ja auch leider nur das Springsleben. Das kann ich auch So, so verstehen. geht's auch. Was müssen wir gucken? Wir wollten ja eigentlich ursprünglich ganz woanders hin. Wie? Ja, du meinst zu Judith. Genau. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich auch hin. Dann werde ich mir mal einen Marker draufsetzen. Es macht das Leben doch einfacher. Oh, wirklich? Wow. Das ist ja erstaunlich. Ich bin Gut. ein Kaiser, ich habe heute viel zu viel Und damit geredet. schneller geht. Hallo, Draco. Auf los geht's los. Und ab geht die Luzi. Und wir gehen mit. Oh, du hast hier vielleicht einen schicken Zauberstab. Toller. Naja, ein bisschen krumm ist er, aber Oh, halt. Hauptsache, er funktioniert. Ich finde, er sieht Ich auch toll aus. fürchte, ich muss da Oh. unten weiter reiten. Draco ist ja auch geländegängig. Ja. Aber er schnaubt so komisch. Meinst du, er speit auch Feuer, wenn man nicht aufpasst? Man könnte, Halt. er sieht so aus. Ich glaube, hier geht's rum. Oder? Doch, doch.
Da ist dein Dings. Ja. Ich komme immer von hinten. Immer? Ja. Kommst du immer, ja. Das heißt immer. Ist gut. Das ist das zweite Mal, dass du hier hingehst. So oft war ich ja noch gar nicht hier. Forrester Hof. Ja. Okay. Tschüss, Draco. Tschüss. Bis demnächst. Mhm. Friss deine Nuggies oder was immer du frisst. Meinst du, der frisst arme kleine Nugs? Willkommen zurück. Bleib ein bisschen groß für ihn. Hallo. Hä? Ich habe die Wyvern oben in der Höhle getötet. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihren Kadaver haben. Und ob ich das will? Hier, für eure Mühen. Ich hoffe, ihr habt Verwendung dafür. Klar. Oho. Was immer es ist, wir nehmen alles. Ja, was immer das war. Fähr mal, dann sehen wir mal, sind ja dann keine Ahnung. Dann gut. Achten wir mehr auf sowas. Gut, ja, das war's. Gut. War noch irgendwas hier? Wir können ja mal gucken auf das Ding hier. Wir haben noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Das ist ja hoffentlich klar. Ja. Was steht denn bei Kambald, was wir noch machen müssen? Ja. Ja. Wir haben noch einen wir Riss. Wir haben noch einen Riss. Der ist beim Drachen. Oh. Und der andere da. Weiß ich nicht. Langbogenbeschaffung? Was denn? Ach, was ist das hier? Ja, ach, zwei Bieselnleder und ein Eisen fehlt uns. Ist aber nur ein Ding. Nee, das ist nur so eine Gewährungsauftrag. Nur eine Gewährung, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Jo. An Kartentisch. Mal wieder eine Runde mit vielleicht den Leuten. Vielleicht in der Nähe des Drachens auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten, dass wir die da abhaken könnten. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, ja. Da haben wir bestimmt noch was. Ah, wir waren schon lange nicht mehr da. Kartentisch mit ein paar Leuten reden, das müssen wir auch noch machen. Mal gucken, ja. Was Neues kommt. Können wir gleich bei Josie sehen. Und, du wolltest dich nicht ausrüsten für den Drachen. Hm? Ja. Man beachte ihre schicke Kleidung. Ah, genau. Mit den vielen, vielen angelegt. Knöpfen. Sind natürlich nur Schmuckgesetze. Ja, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Die ganzen Knöpfe, das hat doch ziemlich aufgehalten. Er hat sein ganzes Leben im Zirkel verbracht. Wie wäre es mit einem Marsmantel aus Valroyo? Er kann schließlich nicht immer Rüstung tragen. Er wird die Geste zu schätzen wissen, Lady Botschafterin. Das ist eine höfliche Art, mir zu sagen, dass er ihm nicht gefallen würde, nicht wahr? Na, Josie, hast was zu erzählen? Inquisitor, ja, ich muss euch sprechen. Worum geht es? Ich muss euch zunächst etwas über die Rückschläge erzählen, die die Montillés erleiden mussten. Ich erinnere mich, dass ihr sagtet, es wäre eurer Familie verboten worden, in Orlais Handel zu treiben. Das hat uns finanziell ruiniert. Um genau zu sein, sind die Montillés seit mehr als 100 Jahren verschuldet. Oh. Mir war nicht bewusst, dass sich eure Familie in einer derart heiklen Lage befindet. So gut wie niemand außerhalb der Familie weiß davon. Wir haben über Generationen hinweg alles getan, um unsere Gläubiger zufriedenzustellen. Wir haben Ländereien verkauft, um die Zinsen zu begleichen. Es macht mich einfach so wütend, mit ansehen zu müssen, was aus meiner Familie geworden ist. Ich stehe kurz davor, das Oberhaupt unseres Hauses zu werden. Wenn ich noch mehr Land verkaufe, ist meine Familie vollkommen mittellos. Das darf nicht mein Vermächtnis sein. Ja. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich hatte unsere Probleme beinahe gelöst. Zumindest sah es eine Weile lang so aus. Ich habe eine Möglichkeit ausgehandelt, die Montillés wieder als Händler in Orlais zuzulassen. Das wäre die Basis für unseren Wiederaufbau. Aber als ich die Dokumente nach Valroyo geschickt habe, ich habe erfahren, dass meine Boten ermordet wurden. Die Dokumente, die den Handelsstatus meiner Familie wiederherstellen würden, sind vernichtet. Das ist aber gar nicht gut. Habt ihr irgendeine Idee, wer sie ermordet hat? Liliana hat Nachforschungen angestellt, die bereits Ergebnisse gebracht haben. Comte Boisvert, ein Adliger in Valroyo, behauptet zu wissen, wer meine Boten ermordet hat. Er hat allerdings die Bitte geäußert, dass ihr mich zu dem Treffen mit ihm begleitet. Er möchte dabei gesehen werden, wie er mit euch konferiert. Oh ja, wenn's weiter nix ist.
Ja, klar. Kann man fragen, was hat er davon? Ach, aber das was ist hat wahrscheinlich der Comte davon, nur, mit mir gesehen zu werden? Ja. Der Comte wird auf Feiern beiläufig erwähnen, dass er sich mit einer bedeutenden Besucherin trifft. Genau. Das wird Verbündete und Rivalen aufhorchen lassen. Sein Treffen mit euch wird zu Spekulationen führen. Und der Comte wird die Berichte so geschickt steuern, dass er davon einen Vorteil hat. Er wird uns benutzen. Aber wenn er weiß, wer meine Leute getötet hat, bitte ich euch, es ihm nachzusehen. Ja. Klar, natürlich. Außerdem stärkt es unseren Ruf und das ist auch wieder gut. Wenn es nötig ist, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, begleite ich euch zu diesem Treffen mit dem Comte. Ich danke euch, Inquisitor. Es bedeutet mir, ihr seid zu freundlich. Ich muss wissen, wer meine Kuriere getötet hat, nur um meiner Familie zu schaden. Tja, und warum? Okay, damit haben wir den Auftrag, uns mit ihr in Valroyo zu treffen. Das werden wir auch so weit wie möglich tun, ich würde sagen. Ja, das werden wir dann machen wir dann vorziehen. Gleich noch vor dem Tag. Ja. Einfach weil es ein längerer Auftrag ist, eine längere Reihe. Und es ist ihr persönlicher Auftrag für uns. Sieben. Ja, wir können mal gucken. Ha! Wir haben es geschafft. Man glaubt es auch nicht. Auch das ist dann davor. Wir machen eine Runde. Ja, das machen wir geschlossene auch. Geschlossene Tür aufmachen. Jetzt haben wir, aufmachen. Mal, jetzt haben wir jetzt immer noch Boni. Jetzt können wir die ohne Ende. Ohne Ende ist gut, aber immerhin. Naja, ohne Ende ist ein bisschen. Aber müssen wir ganz schön überlegen, was wir da machen eigentlich genau. Okay. Nein. Was sind die wir gesammelt haben? Ja. Gucken wir mal, was haben wir hier? Nein, halt, halt, nicht so wichtig. Auch noch nicht. Nein. Aber mehr Halttränke. Ja, unbedingt. Mal größere Taschen wären ja auch nicht verkehrt. Ist aber nicht hier. Ja, Schneiderhandwerk. Das Schneiderhandwerk, jawohl. Kamwald hatte bisher keine weiteren Probleme mit den Untoten. Gut. Nach allem, was geschehen ist, wird das Dorf wohl noch eine Weile brauchen, um sich zu erholen. Aha. Ja, ich glaube, andere kann man ja noch drüber nachdenken. Ja, oder? Das klar, über den Rest machen. Denkt man auch drüber nach. Das sind jetzt erstmal die wichtigen. Oh, ja da hat sich sehr gut angesammelt, ja? Ja. So lange waren wir doch gar nicht weg, oder? Und wir haben vielleicht Sachen gemacht, die irgendwo wichtig waren im Hauptquest, weiter müssen. Die ketzerische Schwester. Arme verwirrte Seele. Ja. Korypheus ist der wahre. Ah, okay. Na, ist ja. Okay. Das sind die besten Hände. Ja. Gut, was hat man noch an Aufträgen? Na, bestimmt irgendwelche Sachen zu besorgen hier. Weißt schon. Ressourcen. Hallo, Kallen, danke. Lasurit hat er gebracht, jawohl. Und was hat Liliana? Embryum. Und den Thron mal wieder. Embryum, nein, dich schicke ich nie wieder dahin. Ich glaub's nicht. Tja. Okay, was haben wir hier? Ach so, ja, das ist Emprise de Lyon befreien, das hat Zeit. Was ist das? Vertrauen ist verfügbar und... Oh. Movran ist eingetroffen. Ein Urteil. Movran? Weißt nicht mehr? Der mit der Ziege. Schon wieder? Er und sein Clan haben den großen Landstrich beansprucht. Oh.
Gegend ist unwirtlich, unbewohnt. Sie bedrohen keinen. Ja. Oh ja. Oh ja, ja, klar, ja, passt uns doch. Eigentlich passt uns schon mal gut. Was sagt ein Keil? Mal gucken. Ja. Oh. Naja, das ist auch nicht unrichtig, was er da sagt. Ja. Josie. Na, bis wohin? Ist ja richtig. Ist doch in solchen kniffligen Fällen immer die beste Lösung, Josie zu schicken. Was sagt der Lilia? Was sagt Karl? Jo. Ich würde Karl sagen, ja. Jo. Machen wir uns an die Arbeit? Sehr dafür. Für Liliane kriegen wir vielleicht den Auftrag mit den Spionen. Ja. Diese in eigenen Reihen. Ja, mal danach gucken. Wollte ich nämlich auch gucken. Nee, Soldaten ins Frostgipfelgebirge wollen wir nicht. Ist auch beschäftigt, das glaube ich weiß keine. Nicht jetzt. Das kann nur. Nee, das lassen wir auch erstmal. Das ist knallhart, das wollen wir nicht. Kräuter sammeln. Enttarnung des Doppelagenten. Genau. Ja. Den müssen wir aus dem Verkehr ziehen und zwar fix. Okay. Inquisitor. Ab mit dir. Genau. Gut. Na, das war doch ganz erfolgreich erstmal. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir unsere übliche Runde. Josie hat man schon. Ja. Sag mal, ein Urteil ist nicht. Nein, noch nicht gut. Alles klar. Ach, da hätten wir jemand hinschicken müssen. Nee, das müssen wir dann noch machen. Wir müssen auch, wir haben ja noch keinen Auftrag erteilt. Wir müssen den Bürgermeister suchen lassen. Zu suchen. Genau. Das habe ich völlig vergessen. Ich dachte, vergessen. Ich hätte das da irgendwo auch gesehen. Aber naja, egal. Ist auch nicht so wichtig jetzt. Aber ist ich dachte mir, da so kommt ja noch ein Nachspiel. Ja der Bürgermeister so ist ja noch nicht fertig. Das ist ja. Ach, dann. Na, was hat denn was soll die unangenehmen Sachen vorneweg machen? Falls ihr Hilfe brauchen solltet. Hallo, Vivian. Eine ritterliche Verzauberin zu sein, ist eine hehre Berufung. Ihr seid nun Teil einer äußerst erlesenen Gruppe von Magiern. Und so etwas verdient Anerkennung. Nur sehr wenige besitzen die dafür nötige Disziplin. Oh, du gehörst doch auch dazu. Mir war gar nicht bewusst, dass ihr eine ritterliche Verzauberin seid, Vivian. Selbstverständlich bin ich das, Schätzchen. Ritterliche Verzauberer finden sich in den höchsten Positionen der Kirche und des Zirkels. Wie sonst habe ich meine Stellung wohl erreicht? Ja, das kann schon sein. Gut. Ja, komm, wir werden mal ein bisschen schnell. Es freut mich, dass ihr meine Entscheidung gutheißt. Auch ihr habt eure lichten Momente, meine Liebe. Du warst wohl schlimm, ja? Nee, Freunde, nicht, damit sie jetzt alle nur runter machen, Zirkel. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ja. Oder? Erzählt mir von euch, haben wir das nicht schon gemacht? Na komm, können wir ja mal probieren, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich würde gern mehr über euch erfahren, Madame Vivian. Was wollt ihr denn wissen, meine Liebe? Ach, das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Das haben ne? wir schon gefragt. Gut, vergesst es. Ich weiß es halt nicht mehr, aber das jetzt, das ist mal klar. Der Typ hier, dieser Adlige, mit dem sie da so eine Beziehung hat. Hm.
die aber offenbar verheiratet ist, nur du hast ja nicht was nachgehakt. Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ach nein. Also offensichtlich höre ich mir das Gegacke einer Henne an. Immer noch, die beiden. Nicht den Narren zu spielen, junger Mann. Ach, lass ihn doch in Ruhe. Ich versichere euch, wenn ich den Narren spielen wollte, wäre ich weitaus überzeugender. Eure spitze Zunge wird euch noch mal in Schwierigkeiten bringen. Ihr werdet überrascht, wohin mich meine Zunge schon überall gebracht hat, Hochwürden. Oh, weia. Nein, Dorian, du bist aber auch ein Schlimmer. Und Giselle, kannst du nicht mal in Ruhe lassen? Aber ist trotzdem immer also wirklich, kann man die nicht mal trennen? Hallo, Dorian. Du kannst ja nur immer wieder mitnehmen. Oh, ich... Aha, das muss ich mal bekommen. Was ist hier los? Das Gespräch. Wie scheint, sorgt sich die ehrwürdige Mutter wegen meines ungebührlichen Einflusses auf euch. Ich bin nur besorgt. Euer Gnaden, euch ist doch klar, wie das aussieht. Nur zu, sprecht es aus, meine Teure. Dieser Mann stammt aus Tevinter. Dass er an eurer Seite ist, allein die Gerüchte. Hä? Weil er aus Tevinter kommt? Was genau ist das Problem an dem Umstand, dass er aus Tevinter kommt? Mir ist sehr wohl bewusst, dass nicht alle Vertreter des Reichs gleich sind. Schön, dass ihr das auch schon bemerkt habt. Aber trotzdem beugt ihr euch der Meinung der breiten Masse? Die Meinung der breiten Masse basiert auf Jahrhunderten der Erfahrung. Was soll ich den Leuten sagen? Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich kenne euch ebenso wenig wie sie. Deshalb werden die Gerüchte nicht verstummen. Erzählt mir von den Gerüchten, ja. Ach, ich wüsste wirklich zu gern, worum es genau bei diesen Gerüchten geht. Ich kann sie nicht wiederholen, euer Gnaden. Ja, warum nicht? Wiederholen? Dann habt ihr sie schon verbreitet. Ich verstehe. Ich will nicht respektlos erscheinen, Inquisitor. Mich interessieren nur die Absichten dieses Mannes. Wenn ihr denkt, er hegt keine Hintergedanken, bitte ich euch beide in aller Demut um Verzeihung. Na gut, das ist zwar stinke beleidigt, aber immerhin, ja. Es ist ja ihre Meinung, die hat sie verbreitet. Ja. Danke. Na, das ist doch schon mal was. Na, geht's euch gut, hä? Sie hat euch doch nicht getroffen, oder? Nein, ein paar hübsch verpackte Anschuldigungen reichen nicht, um mich zu treffen. Denkt ihr nicht, dass sie etwas unternehmen wird? Was denn? Mich interessiert nur, was ihr von mir denkt. Sie ist mir egal. Allerdings frage ich mich, beunruhigen euch die Gerüchte? Puh. Ich wünschte, sie würden euch nicht in Verruf bringen. Sie kennen euch nicht. Euch kennen sie noch weniger als mich. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber... Ich betrachte euch als Freundin, Inquisitor. Und ich habe herzlich wenige Freunde. Ich hätte nicht erwartet, ausgerechnet hier einen zu finden. Ich... Sag nichts. Ich hasse Bekenntnisse und würde dieses hier gerne hinter mich bringen. Ich möchte euch sagen, dass ich an eurer Seite stehen werde. Gegen Korypheus, meine Landsleute oder zweifelhafte Gerüchte. Solange ihr mich wollt. Sehr schön, danke. Das war jetzt wirklich nett gesagt. Oh. Ja. So, dann machen wir jetzt Schluss. Das waren ja richtig nette Worte eben gerade. Mhm. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.